Entschuldigung, ist das hier selber fahren? Selber fahren? Ich wollte nicht selber fahren. Du kennst die Leute. Bist du mit? Bist du mit? Da ist der LKW. Muss einfach nur hinterherkommen. Entschuldigung, ist das hier für ein LKW fahren? LKW fahren, einmal da. Gut. Leute, jetzt habe ich hier umgebaut. Denn wir fahren jetzt mit dem LKW. Also ich fahre als Fahrer selbst fahren mit 15 Euro. Diesmal letztes Jahr noch, vor ein paar Jahren noch 10 Euro. Also das letzte Mal, wo es weiter auf 19 war, 10 Euro. Jetzt 15, jetzt kostet es mehr. Ich habe hier umgebaut, die GoPro da vorne zum Filmen. Und das sind die LKWs. Das sind die LKWs. Was ein bisschen was ist. So, das haben wir gleich. Über die Strecke und geht gleich zu dem Nummer 102. Ja. Komm mit. 102. Du musst also Seite ansteigen, ich fahre hier ein. Kommst du? Lass die Seite steigen. Wieder von dir? Einsteigen, kannst du einsteigen da hinten?
Warte mal. Ich muss was. Ja, na, hier doch gar nicht. Anders war auch aus. Geht das? Kommst du rein? Kommst du rein? Kann der helfen? Ja. So, ich, dann musst du die Tür zumachen. Lauf! Warte ich! Mach die Tür zu! Das Handy kannst du an du nehmen. Ja. Oh, hallo. Da haben wir unser LKW wieder. So. Darf ich mir zumachen? Du musst dann. Charlie angeschnallt. Ich habe hier eine GoPro, ich filme und die macht die Hände. Oh, ja. Ich glaube, das ist ja ab. Das läuft jetzt erst einmal ab, dass ich eine Unterschrift brauche. Ja. Ja, ein Schlüssel. Das Ding weg. Da tun wir mal. Lassen Sie. Gut. So, schon mal LKW gefahren? Ja, letztes Mal bei Messe war 2019. Ah ja. Schon lange, ja. Schon Zeit lang, ja. Ja, also, so. Was war das mal? Ein LKW funktioniert ein bisschen anders wie ein PKW. Ja, das stimmt. Ja. Und cool. Die Räder sind hinter uns. Genau. Alle Räder? Ja. Und wir haben da eine Wandler-Schaltkupplung verbaut. Ja. Dementsprechend die Kupplung nur zum Einlegen vom ersten Gang und wir fahren bloß im ersten Gang. Welches Modell ist es hier? Das Fahrzeug. Der 5 Tonner GL Cut 1A1. Wie viel der Hubraum ist? Ja, knappe 13 Liter Hubraum, oder? 13 Liter und die PS? 256. 256, wie viele Zylinder? 4 oder 8 oder? 8. Das Baujahr, wie war das? Irgendwas sind die 70er. 70er ist cool. So. Das muss bremsen drücken, oder? Hier links, oder diese links Kupplung. Ist die Kupplung. Genau, die Kupplung drücken, oder? Ja. Kupplung treten, Bremse treten, Kupplung kommen lassen. Kann die Bremse runtergehen? Nein, nicht von der Bremse runtergehen, sondern nur von der Kupplung. Ach so. Ja. Ah, so kommt er jetzt. Den linken Fuß komplett vergessen. Ja. Jetzt sind wir auf Automatik. Ja, genau. Kann man losfahren? Und wir können los. Muss man so rüber. Gut. Durchs Wasserloch. Super. Der Gas geben. So viel Gas geben muss man eigentlich nicht. Ja, lassen einfach durchdrücken. Ja. Das ist schön, dass wir fahren. Wenn man wieder hochkommt, ja, genug Power. Jetzt einfach mal vom Gas weggehen. Ja. Der geht nicht aus. Ach so, das ist aber. So. Und sanft Gas geben. Sanft klettern lassen. Ganz sanft. Ja. Einfach nur Automatik. So, noch ein Gas geben. Jetzt? Bremse, oder? Langsam, ja. Oh, oh, oh. Weil der andere, man braucht keine Bremse machen. Man braucht normalerweise nicht, aber. Ich weiß ja nicht, welches Fahrzeug. Das kommt ja durch das Fahrzeug. Der andere hat irgendwie automatische Bremse oder Abfahrhilfe oder sowas. Ja, automatisch haben wir jetzt nichts. So, da kommt nichts, oder? Vorsicht, Querverkehr. Oh, gut. Kommt das? Was war das? Das war die Luft unten lang der Stütze.
langsam machen, weil wir fahren eine Kehre. Was heißt das? Das heißt, wir fahren links rum. Okay. Nach nicht einlenken. So, jetzt einlenken. Wir fahren den linken Weg. Die Lenkung wieder weg aufmachen. Aufmachen die Lenkung. Ja. Zu viel lenken. Okay. Wieder aufmachen, aufmachen. So. Ja, scheiße, gell? Safari. Ja, Safari. Das sind die Abenteurer. Gestern war ja noch hier Pressetag. Ja. Haben die Ticket bekommen für das da? Da geht er dahin einfach zum Fahren. Kostet auch was aus? Nee, die fahren umsonst. Einfach dahin stellen was? Einfach dahin stellen. Ich denke mir, dass sie das so machen, ja. 2,3 Sekunden. Wahrscheinlich ist noch
Okay. Aber kostenlos nichts, da anstellen eben fahren. Ja. Delta 4x4, Ineos, die machen das auch so. Die haben hier hinten so ein bisschen Eingänge und so. Okay, gut. Bei Ineos weiß ich nicht, wie das läuft. Also kostenlos eigentlich nicht, aber. Ineos? Ineos. Das sind die hier, das sind die zwei Grenner, die hier Fahrzeuge, die ja, diese nach oder die. Wir wollten den Defender ein bisschen ersetzen. Das hat nichts mit Landrover zu tun. Das ist eine ganz eigene entwickelte Marke. Da steckt wirklich fette Kohle dahinter, wo die entwickelt worden sind. Sind seit 2 Jahren jetzt hier auf dem Markt. Letztes Jahr war hier Messe im Oktober. War halt durch die Corona-Geschichte so geschuldet, aber sie ist eigentlich immer frohen Leichnam. Nur wir wollten es nicht noch ein Jahr ausfallen lassen. Das ging nicht. Also wir hätten es auch an Weihnachten. Wieder. Bis Gott. Wir hätten es auch an Weihnachten gemacht. Egal. Nein, 3 Jahre nicht oder 2 Jahre. Ausfall, Kronausfall. Hat sich noch was verändert hier? Als wir vor 2019? Auf der Messe. Ja gut, es kommen immer wieder neue Aussteller, es wechselt was, es sind noch ein paar Zelte dazu gekommen. Aber so die Hauptpoints zurück. Range Rover ist doch da, wo die rumfahren, oder? Range Rover mit der Rundfahrten. Die sind immer noch da, ja. Das ist noch genau. Und diese komischen Buggies mit Cam Ennis oder was, das ist auch noch da? Oder? Nein, die sind nicht mehr da jetzt. Was ist das zum Rumfahren, also wo man mitfahren kann? Nur Range Rover noch, oder? Hinten. Hinten Land Rover, und VW. Hier Ineos, Delta. Das war's also. Früher gab es ja noch das, waren doch diese Jeep noch da, die Jeeps sind noch gefahren auf der. Ja, Jeep war ja hin oder her, das war jetzt zum Beispiel auch. Das ist ja auch da. Ja, von Delta, der Jeep ist eben da, genau. Haben die einen Jeep hin und die fahren. Besser, ist gut. Besser ist weg. Ist gut. Früher hat der Jeep ja noch extra eigenes Messgelände, also irgendwo eine eigene Parcours gehabt. Ja, wo so ein Metall hoch war. 2018 war es. 2017 so. Ja, von der Kante. Hinten noch Quad fahren und Elektrobuggy fahren ist da hinten. Und Segway da noch? Segway ist auch noch da, oder? Segway ist nicht da. Die schaffen es nicht von der Zeit her. Ja, ist ja viel schon weg, ne? Wir lösen euch am Sonntag ab, dann Matthias Marmeldi. Soll dann 12 Uhr da sein angeblich, oder? Kurzer weiß ich nicht. Du weißt ja, wie es ist mit Pommes. Kurzer der Schall und Rauch. Also ich war, der kann dir irgendwann wieder kommen, dann ist er ja auch hier überall, aber. Da wird noch mehr vor, da wird noch mehr gefilmt. Da, ja. Ich denke, da sind noch mehr Leute da, wir denken nicht. Ja. Das ist unser LKW. Okay. Ja, ihr könnt jetzt über die Strecke und geht gleich zu dem Nummer 102. Ja. 102. Du musst also jetzt weiter ansteigen, ich höre hier. Kommst du? Kannst du beide steigen? Bitte von dir? Einsteigen, kannst du einsteigen, Leute? Warte mal. Ja, nein, hier doch gar nicht. Anders war auch Auto. Geht das? Hallo. Kommst du rein? Kommst du rein? Kann er helfen? So, ich dann was zur Tür zu machen. Raus! Fertig! Mach die Tür zu! Sandy, kannst du ein Du nehmen? Ja. Oh, hallo. Da haben wir unser LKW wieder. So, Charlie, fest, da hat's was gehört. So. Darf ich aber zumachen? Du musst doch. Charlie, angeknallt. Ich habe hier eine GoPro, ich film dann die noch die Hand. Alter. Also. So. Das läuft jetzt erst einmal ab, dass ich eine Unterschrift brauche. Ja. Ja, da ist das nicht weg. Da tun wir mal.
Party, gell? Dann machen wir eine Safari. Ja, Safari. Aha. Das sind die Abenteurer. Und wieder. Back up. Ups. Ist die Johnny. Ups. Das ist aber immer noch der Pressetag. Ja. Und jetzt kommt noch ein Pfützle. Ja. Ups. Sehr cool, die Fahrt. Hier ist was ein anderer LKW. Einfach genial. Kann ich selber empfehlen. 15 Euro, die kostet einen Unterschrift und Spaß. Oh, da fährt es. Feuerwehrfahrzeug. Bist du schon mal gefahren, oder? Naja, ich bin nur einmal gefahren. Ich war doch Toilettenwechsel. Muss mal außen laufen. Thank you.
Stau. Und durch. So, wenn länger. Jetzt kommt das Auto vorwärts. Ja, die Freisperre. Ich schaff's immer hoch. Jetzt kommt der VW-Bus. Gelände und nicht ein Schnorchel, damit ich Wasser durchfahren kann. Das kann Wasser ansaugen. Der Luftfilter, sonst gibt's Motorschaden. Ja, kommt auch hoch. Der ist halt zur Schräg hochfahren, der andere muss gerade auffahren. Jetzt kann die Große kommen. Ausgelaufen. Der selber, da kann auch Frauen mit sowas euch fahren. Frauen, Männer, Kinder, jetzt nicht. Alles ab 18 wahrscheinlich. Wer sich was traut, kann es fahren. Schräglage kommt da hoch. Und so kommt da hoch. Das ist ein Reifen durchgedreht, aber die anderen haben das zur Reitsperre. Ich hab das Geld nicht gehabt. Mach mal aus. Aber da war wieder rauskommen. Hallo, jetzt bin ich einmal ohne. Siehst du aus, dass er ohne könnt? Ja, ich hab sogar sein Popo drauf. So.
jetzt. So, danke. Und das war der LKW. Badehause. Ui. Super. Und hier ist der LKW-Fahrer Justus. Im LKW. Fahren jetzt runter. Hier rein rum. Yes. LKW-Fahrer Justus. Jo, super. Ich komme hier raus. Ein Hackewackel hier. Elektroauto. Ist das jetzt ganz hinten? Ja, das ist hinten, ja. Das ist ein relativ kompaktes Gerät. Gut. Anschlagmaschine. Gut. Okay. Ja, so, vom Prinzip ist es wirklich so. Du bist zu groß für das Teil. Was? Ja, das geht ja. Du kannst jetzt eigentlich vorsichtig aufs Gas gehen. Ja. So, komm mal kurz jetzt. Ja, genau, dann kriegst du ein bisschen Feeling dafür. Ja. Und was muss der dann? Gut. Man merkt halt, das Moment ist sofort da und du hörst es halt verschieden. Du hörst hier wirklich Bremsen quietschen, ja, durch die Matschdurchfahrten, weil wir haben halt kein Motorengeräusch und nichts. Wir fahren seitlich dran vorbei, weil wir nicht brauchst neue Schuhe. Das Wasser so kommt halt hier rein. Das ist ja okay. Normal. Das können wir halt im Namen sagen. Du fährst hier hoch. Ja. Da hoch, Berg hoch. Ja, nee, hier. Da. Links. Nee, nein. Hier. Gut. Ja. Hier. Und einfach Gas geben, genau, ganz normal hoch. Ja. Wir müssen geradeaus fahren. Wir haben die vorgegebene Richtung hier, genau. Und wir müssen hier rüber. Ja. Auf die rechte Seite. Ja. Und dann den Straßenverlauf folgen. Ja. Ja, es kommt noch nichts frei. Nee, passt. Ich sag dir genau was an. Gut. Genau. Was war das für Geräusch? Das ist die vom Ski an mein Allrad. Okay, Allrad. Genau, weil du kannst hier auch ganz normal Two-Wheel-Drive, Four-Wheel-Drive schalten. Alles mögliche, alles drin. Ja. Ja. Du bist halt nur ein bisschen zu groß, deswegen hat man schon gehört hier. Ja. Genau. Passt. Muss weiter drüber tun. Da kommt ein Fahrzeug. Ja, lass mal die vorbei. Wie viel PS hat denn das eigentlich jetzt? Der hat 525 PS bei 2400 Newtonmeter. Ja. Ja. Also das ist schon relativ leicht. Also geradeaus oder? Du kannst geradeaus fahren, du kannst auch da rumfahren, das ist schon relativ egal. Achso, nicht so wie der LKW hier erstrecken. Ja. Na, fährt sich gut. Wie lange hält der Akku? Ja, so ca. 200 Kilometer hast du bei dem Fahrzeug. Ja, das reicht. Auch an, so im Offroad-Bereich, wie du unterwegs bist, ja, was du für Anforderungen hast. Ja. Das ist wirklich ganz normal, Standard. Ja. Nächster Schritt, das kannst du ein bisschen hier drauf. Ja, ja, so mit dem Rad da. Genau, bleib gut. So, einfach geradeaus. Gut, das geht, gut. Ja, einfach testen. Ja. Er kippt nicht um. Ich lehne mich nur rüber, sonst bin ich auf deiner Seite. Ja. Das ist gut. Ja. Wo geht's gerade? Richtig. Und dann folgen wir einfach dem Neos. Okay, Neos, okay. Ja. Gut, dann kannst du auch hier ein bisschen schneiden, ein bisschen steiler, wie das der da macht. Ja. Einfach hoch, genau, ein bisschen Gas geben. Ja, einen Fuß testen, ja. Deswegen sind wir doch auch ein bisschen da. Ja, so ein bisschen nicht bequem. Ja? Für mein Bein ist das hier. Ja, das ist schon ein bisschen zu groß. Ja. Das selbe Fahrzeug ist übrigens ein bisschen größer, was das angeht. Okay.
Deswegen ist es schwer, am Fuß Gas zu geben, weil ich jetzt mal das Knie da stirbt und das. Ja, ja. Das kommt dann nicht, so, nicht richtig rauf, irgendwie. Ja, jetzt komme ich nicht. Oh Gott, das habe ich wieder. So, der LKW wartet. Genau, dann kann ich schon. Das passt. Wie schnell fährt das Ding eigentlich dann? 135 km/h. Das ist gut. Hat eine Straßenzulassung. Das ist gut. Ja. Und unser neues Fahrzeug auch haben. Der wird komplett homologiert. Ja. Ja. Also das können wir auch schneller fahren. Das haben wir Einfahrungsvorgewahrt gemacht. Boah, das ist aber schnell. Und jetzt? Jetzt einmal den Fahrzeug hinterher. Ja. Wahnsinn. So was kennt man gar nicht von. Ja, der kommt halt sofort, gell? Ja, wie bei diesen ferngesteuerten Autos, Elektro. Ja, das ist halt so ein bisschen das Schöne daran. Ja. Ja. Falls auch. Ja. Genau. Ja. Jetzt sind wir in der, oder? Ja, wir fahren jetzt auch ja, einfach hinterher. Was ist das? Muss das Auto erst eingewöhnen und dann kann man. Ja, so. Das ist normal. Du musst es kennenlernen? Ja, kennenlernen, dann kannst du Gas geben. Dann kannst du auch richtig driften und so weiter. Ja, dann weiß ich, wie man Fuß fahren kann, also mit dem Knie. Das dann ja, schon. Du bräuchtest unser Nachfolgemodell, ja. Das ist jetzt wirklich ein reiner Prototyp, ja. Aber wir sagen hier und klar, die Leute sollen es einfach mal fahren, ja. Das ist schon. Kleine Beine, dann können wir besser fahren hier. Genau. Wir fahren jetzt einfach wieder schön. Warte, warte. Dann fährst du hier an das Gitter ran und dann rückwärts ein bisschen zurück, ja. Okay. Genau, richtig. Und dann jetzt einfach wieder schön geradeaus zurück. Ja, wie geht's bei denn? Ja, hier einfach. Achso. Alles gut. Ja, easy. Das ist auch kurz drin, ja, okay. Jetzt einfach zurücksetzen, sehr wichtig. Sieht man ja nix. Ja. Gut. Genau, schön am Gitter bleiben. Immer nur weiter. Gut. Passt. Super. Was wir was machen noch? Nix. Ja, das war's halt. Das war gut. Vorne drücken. Nur mein Bein hier total da schleifen, da kannst du manchmal nicht richtig auf Gas geben. Ich darf wirklich schauen, Flaschenöffner, weil ja, du rein angeschlagen hast. Nee, da kannst du nicht richtig Gas geben, weil das blockiert das Ding und kannst dich durchdrücken. Ja, ja, ja. Da musst du eine Person finden und kannst Gas geben. Dankeschön. Bitte, ciao. Mach's gut, ciao. So, Tür weg. Oh. Das war's. Ein E-Buggy? Und wir haben die Ticket bekommen für das da? Da geht er dahin einfach zum Fahren. Kostet aber was? Nee, die fahren umsonst. Einfach da hinstellen oder was? Einfach da hinstellen. Ich denke mal, dass sie das so machen, ja. 2,3 Sekunden nur noch von der Kabine ist groß. Wahrscheinlich ist noch der Anfangsschritt. Okay. Aber kostenlos nichts, da anstellen eben fahren. Ja. Delta 4x4, Ineos, die machen das auch so. Die haben hier hinten so ein bisschen Eingänge und so. Okay, gut. Bei Ineos weiß ich nicht, wie das läuft. Also kosten uns eigentlich nicht, aber. Ineos? Ineos. Das sind die hier. Das sind die zwei Grenner, die hier Fahrzeuge. Die, ja, diese, na, oder die gefolgten Defender ein bisschen ersetzen. Das hat nichts mit Landrover zu tun. Eine Versicherung. Falls einem was passiert, dass du nicht die verhaften. Ja, normal auf Kappe, falls du nicht verklagen kannst. Alles, was passiert. Wenn es kleine Wäschchen bräuchte, die da weg. Wenn es aufhört. So, jetzt muss man irgendwie ins Land kommen. Ah, das ist das Rennschrauberland. Oh! Das ist Rennschrauberland. Für die Kleinen, wenn sie Auto fahren wollen, können sie hier Auto fahren. Kids.
herzlich willkommen auf der Defender. Ich habe einen Offroad-Hund gefunden, der sich hier gerade im Wasserhindernis sein vergnügt, ist das richtige Wort. Und ich habe Sandro gefunden. Du warst noch nicht im Wasserhindernis, oder? Nee, heute noch nicht. Nicht baden war schön, aber mit dem Auto natürlich. Wir haben den Parcours noch gerade so ein bisschen analysiert. Es gibt ja die verschiedensten Hindernisse, die Verschränkungsfahrt hinten mit den Rampen, dann die Überfahrt über den großen Hügel, der auf einem ordentlichen Steigung war. Ich hätte es fest gesagt, 80% könnte es sein, 70, 80. Aber hier vorne am Wasserhindernis, wo wir jetzt stehen, hat sich so ein kleines neues, naja, ich sag mal, Offroad-Problemchen aufgetan. Erzähl mal. Ja, also wie es beim Offroad-Fahren so ist, gerade wenn man mit Wasser arbeitet, der Untergrund verändert sich. Und wo ich jetzt hier gerade mit ihr stehe, da hat sich natürlich jetzt von dem Untergrund ein bisschen was rausgewaschen. Jetzt sehe ich gerade, die Kollegen suchen auch den optimalen Weg hier, lassen, ich sag mal, die Abbruchkante, die sich hier aufgetan hat, unterm Auto, und ist natürlich ein probates Mittel, ja, um, ich sag mal, hier auch ganz frei hochzukommen. Aber der Parcours wird sich hier in den nächsten Tagen auch noch verändern. Gerade weil wir hier brutal, ich sag mal, sehr häufig Fußball. Also hinter uns ist das Dredge, hohe Wand. Nicht alle und das sind halt die verleckte Autos, die keine Kinder hören können. Also das Obstkunstgelände, das bewegt sich hier eigentlich. Haben wir hier gerade einen Hund getroffen? Die Autos bewegen sich auf dem Gelände, sondern auf das Gelände unter den Autos. Hochgradig spannend. Vor allen Dingen also an dieser Stelle, wo wir hier jetzt gerade stehen. Ich winke mal. Genau, da kann man dann sehr schön sehen, wie das rechte Vorderrad sich in der Luft befindet und der Wagen halt sich über die anderen drei Räder Fortbewegungsmöglichkeiten suchen muss. Da kommt schon wieder einer, der kommt jetzt auch wieder direkt hier vor. So, jetzt wird's spannend quasi. Oh, da macht er sich aber ganz easy drüber. So, kannst du uns im Detail auseinandersetzen, welches Differential jetzt gerade... Ich darf euch rein, aber nicht mitfahren halt. So, ich habe jetzt das ausfüllen müssen, das ist wie der Versicherungsschutz. Und habe hier halt so Chip für Rennrohr, muss man hier draußen machen. Jetzt laufen wir in Rennrohrland. So, das ist unsere Führung. Macht gleich mal hier im Bildschirm. Gut. Jetzt sind wir jetzt in Rennrohrland. Und haben unser Chip. Den neuen Rennschuhe. So, was jetzt hier passiert und wieso es hier gerade so krass macht, dass es so gefahren ist? Was? Fahrzeug für eine Person, besser. Kein Scherz, machen wir, selbstverständlich. Und zwar mit dem 110er Defender V8, 525 PS hat er und ist gerade in der Geländeuntersetzung so, jetzt fahren wir unterwegs. Und das bedeutet, Verhältnis 1:3. Dreifache Kraft auf ein Drittel Geschwindigkeit, denn im Gelände ist das ja immer so, man will so langsam wie möglich, so schnell wie nötig, sicher ans Ziel kommen. Kann man jetzt ganz hinter? Das funktioniert ganz hinter in so einer Geländeuntersetzung. Abgesehen davon, danke schon. Ist die Luftführung schon Hallo. Eingestellt, das heißt 8 cm über Onload. Rollo steht vorne der Schwerten. Ja, kein Problem. Das Anschlagzeug. Musst du erstmal Anschlag gut finden? Ja, ja, alles gut. So, dass wenn von hinten einer kommt, dass er Platz hat. Ja, wenn du Fragen hast, einfach fragen. Ja, was für einen haben wir jetzt dran für einen Range Rover? Das ist kein Range Rover, das ist ein Land Rover Defender. Jo. Das ist ein 90er, also der kurze. Ja. Und ist ein D250, das heißt, er hat einen 600 Dieselmotor mit 250 PS. Oh. Rennuntersetzung drin, habe einen permanenten Allradantrieb drin. Das ist gut. Hab Sommerreifen drauf. Trotzdem, das ist gut. Trotzdem fahren wir hier, ist überhaupt kein Problem. Wir haben aber nur mal die normale Sommerreifen oder die Geländereifen drauf? Nee, Sommerreifen, Straßenreifen. Ach, normale. So wie der Kunde das Fahrzeug serienmäßig geliefert bekommt. Okay. Machen wir immer so. Auch da mal eine Option mit Radsensing zu arbeiten. Ja. Das heißt, hier ist jemand an, wenn das Fahrzeug abwärts oder aufwärts fährt. Wenn es ins Wasser reinfällt, sehen wir auch einen Wasserstand auf dem Bildschirm. Oh cool, das ist cool.
Wir können 90 cm, also da ist noch ein Stück Luft. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ist sehr schön. Hier, was kostet das Auto? Da habe ich gerade das Preisschild nicht in der Hand, hinten liegt es drin. Geht bei 56 los. Und dann je nach Ausstattung, der wird hier jetzt, ohne mich festzunageln, so um die 70 sein. Ja. Können wir vielleicht noch mal gucken. Und wie Was habe ich gesagt? 70.000, ja. Ist gut. Wie schnell fährt er dann so auf der Strecke dann? Also ich meine auf der Autobahn, wenn er fahren könnte? Der ist bei 187 abgelegt. Okay, ist gut. Aber da läuft er wirklich konstant und läuft auch sehr stabil. Also wir haben jetzt die Differentialspannen drin, oder? Die gehen automatisch rein raus. Sie sehen, die ist jetzt gerade draußen, das heißt, hier habe ich immer den Vorteil, wenn ich eine Sperre brauche, ist sie drin. Wenn sie mich stört, ist sie raus. Okay. Das heißt, da wird es auch immer arbeiten drin. Das ist gut. Schönes Auto. Ja. Daumen hoch dafür. Schön aufgebaut. Ist das schön gemacht? Das ist so ein Stoff, das schaut wie Leder aus. Das ist so ein Kunstleder. Ja, habe ich schon gedacht. Veganes Leder. Optisch. Ja. Fährt auch gut. Fährt sehr gut. Also auf der Straße fährt er sehr gut. Ja. Macht richtig Spaß, das Auto. Das ist ein sehr gutes Auto. Letztes Jahr war nur im Oktober die Messe. Waren Sie auch da? Ist das ein Rover? Ja. Ja, letztes Jahr war schon mehr Grenzen gewesen wahrscheinlich. Also mehr, ich meine, wäre nicht so viel los wie letztes Jahr, wie heute. Ja, wegen die ganze Corona-Regeln da. Ja, wegen Corona-Regeln, wegen schlechtem Wetter. Dann hatten wir ja Sturm. Sturm. Fast einen Tag wurde die Messe ja komplett abgesagt. Okay. Das sind ja die, von den kleinen Ausstellern sind die Zelte da immer dagegen rumgeflogen. Ja. Das geht schief, klar. Merkt man, was man rutscht. Das ist doch mal Reifen halt, ne? Ja. Das ist halt, Blende. Ja, da kann's. Da kann's. 30 cm Wohnfreiheit, 9 cm Wartetiefe. Alles gut. Da kommt auch bestimmt gut durch den Winter, wenn der das schon kann. Klar, natürlich. Haben wir extra ein Programm dafür, Gras, Schutter, Schnee. Und dann ist alles entsprechend konfiguriert. Hat auch eine gute Heizung dann im Winter? Ja, das ist sehr gute Heizung. Wie du merkst, haben wir auch eine Klimaanlage. Ja, das ist heute überall normal. Früher war es noch nicht so, vor 20 Jahren oder was. Heute ist was wie Standard-Klimalache. Ja, das macht ja auch durchaus Sinn, ne? Ja. Ich weiß nicht, bei welcher Auto ist wahrscheinlich nicht. Ich glaube wie heißt das nochmal? Dacia wahrscheinlich nicht. Da muss man eigentlich dazu kaufen wahrscheinlich. Muss ich dazu buchen, ja genau. Die wollen ja hauptsächlich billig sein. Ja. Jetzt kommt immer, welcher Hersteller es ist. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Ja. Das kann man mit sowas nicht vergleichen. Das ist Qualität hier. Ja, Gott sei Dank. Englische Qualität. Aus England kommt. Wie gesagt, wird ja in Mira produziert. Mira, wo ist das? In Tschechien. Ah. Hier, was sieht man hier alles? Was da drüben ist, das heißt. Sperren sind. Wir können auch so Kameraspielchen machen, wenn wir uns das Auto von außen ein bisschen angucken. Das ist cool. Und auch das geht. Volle Technik. Und da oben dann 360 Grad von oben. Ja. Dann haben wir auch diese gläserne Motorhaube als Option. Ja. Das ist echt cool. Fürs Gelände gut, für die Stadt auch gut, ja, und Baden? Die ist nicht so gut fürs Gelände, die ist eigentlich viel besser. Beides ist gut, für Stadt und Gelände. Ja, Stadt beim Parken, kann man besser sehen. Das ist irgendwo, wo der Reifen ist. Da ist der Reifen. Ja, das sieht man genau, wo der Reifen ist, was er macht. Und das ist vorne, oder was? Nur beide von vorne links? Vorne rechts, vorne links. Ha. Und in der Mitte ist dann vorne raus praktisch. Und lassen wir wieder alleine runterbremsen. Das heißt, ich mache die Bremse jetzt komplett aus, weil sie bremst ja eigenständig. Das
lasse das Auto gut. So, und schon wären wir eigentlich wieder durch. Ne? Ja. Dann aussteigen, müssen wir mal da vorne sehen. Jo. War schön aufgeräumt, hier schön aufgebaut. Sitz, ne? Ja, schön bequem, hier ist der USB-Anschluss. Haben sie gut gemacht, da kann man gleich anschließen, sein. Ja, ja, das ist gut gemacht. Wenn du die normale Konsole hast, hast du induktives Laden drin. Ja. Ist das schnelles Laden oder langsames Laden dann? Ich habe keine Ahnung vom induktiven Laden. Weil ich habe jetzt so ein Ding gekauft von Ding, das geht voll langsam. Ich weiß, das ist original vom Mediamarkt, aber es geht irgendwie langsamer als die normale Kabel. Ja, das Handy kannst du nur auf so ein Ding drauflegen, wird es geladen, aber irgendwie ist es langsamer. Wenn du die Kamera steckst, wird es schneller geladen. Kann sein, ja, aber wenn du es hier liegen hast, ist ja egal. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich, welche Technik das ist. Vielleicht ist es hier schneller laden als mit der Ding. Ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, ich habe kein induktives, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Da spart man sich ja die Kabel. Das schaut aus wie ein kleines Tablet. Ja, kannst du auch nicht rausnehmen. Ah, das ist auch wieder alles digital. Doch. Ja, genau. Man kann es auch umstellen. Man kann es andere Anzeigen drauf machen. Ja. Man kann seine mit die Karte reinmachen. Das sollte alles nur noch Tablet eigentlich. Den gibt es auch mit analog noch, aber nur in der Grundausstattung. Ja, aber das schaut cool aus, das mit Tablet. Schön verarbeitet, nicht bei wie bei Tesla, nur dass es richtig süßes Tablet ist, sondern richtig schön, dass gar nicht das auffällt. Ja, ne? Das ist so gemacht, dass es gar nicht auffällt mit den Dingen. Und da ist auch Kamera drin, aber das leuchtet in den Spiegel, oder? Die leuchtet nicht, im Spiegel von unten ist die Kamera drin. Achso, da oben rechts leuchtet was im Spiegel, gelblich. Genau, das ist, dass der Totwinkelassistent im Gelände deaktiviert ist. Ah. Das ist die Aussage. Dass er diesen Totwinkelassistent und der zeigt, wenn er daneben ist, den du nicht siehst, und das ist jetzt deaktiviert, weil wir auf Rot fahren. Und welche Euronummer hat das? 5, 6? Wie bitte? Euronummer 5 oder 6? Euro 6 D-Temp. D-Temp, was heißt das? Das ist die hohe Qualifikation für den CO2-Ausstoß. Was zahlt man dann steuerlich fürs Auto? Ja. Wahrscheinlich noch Luxussteuer. Nee. Ja, ich habe irgendwann gehört, der hat so einen neuen SUV gekauft von Opel und der muss dann Luxussteuer noch 200 Euro Normalsteuer bezahlen plus 100 Euro Luxussteuer, was SUV ist. Hab ich nie gehört. Hat einer gesagt. Hallo. Also, danke schön. Okay, ciao. Auf Wiedersehen. So, die nächsten. So sieht's aus. So, das war eine gute Fahrt. Jetzt geht's jetzt vor VW. Und da sind sie gefahren. Jetzt muss ich mir noch ein Mitmenschen suchen. Jetzt müssen wir aus dem Land Rover rausgehen und zur VW gehen. Wo war VW jetzt? Wo war der? Dann laufen wir da lang. Er lauft doch. Ja, super. Das ist VW. Oh, doch. Also. Was ist los? Wohin denn? Also, geradeaus kann man noch irgendwie gehen. Keine Ahnung. Da kommst du zum Essenstand. Zum Essenstand kommst du da.
Das Essen stand. Das ist fertig. Ja. Oh, da ist kein Schrubber. Da ist er noch rumgefahren. So, da war's. Da drin, der macht den, also der realistisch, bei mir in der Stand. Oh, T4. Okay, danke. Was ist? Wir sind soweit. Ich bin da, ja? Ja, wir sind soweit. Es gibt einen Zettel. Wo? Da drinnen. Wir sind da. So. Ja, wir wollen mit dem Fahrrad damit fahren. Ja. Ein Auto. Ich mach der Tür auf. Du gehst da hinten, ich mach die Tür auf. Krafter. Okay. Ist aber Krafter, oder? Keine Ahnung. Ja, und wie? Ich mach auf. Der muss aufschließen. Hallo. Er muss aufschließen erst. So, kann man rein ins. So, bitteschön. Dankeschön. Ich mach dir auf. Steigen Sie ein. So. Steigen Sie ein. Genau, man kann gut von hinten gucken. Ich nehme sie. Ich mach zu hinten. Ich geh vorne. Du weißt doch, mein Kind. Da ist nicht da. Du machst das schon, ich mach die Tür zu, wieder. Oh. Bitte? Ich geh hier rein. Ups. So, da fahren wir eine schöne kleine entspannte Runde. Genau. Das war anschnallen. Alles fest? Ach, da ist ja noch ein Hund dabei. Ja, da muss auch festgeschnallt sein. Aber wir fahren ganz langsam. Das ist mir schon gewohnt, aber schnell kann ich fahren. Ja, wir sind ja auch ganz langsam gefahren. Natürlich gleich ein Anschluss gut. Ach, da ganz unten ist das Ding. Ja. Kommst du dran? Findest du? Ich komme jetzt dran. So, oder? Hinten ist okay? Ja, alles okay. Gut. Kann die Fahrt beginnen. Was ist das, ein Krafter? Das ist ein Krafter, ja. Welches Baujahr ist das? Das ist ein Baujahr? Ja, das Modell. Ja, das sind ja immer die ganz neuen Modelle. Ah, neue Modelle. Genau. Und wie viel Hubraum hat er jetzt? Da gibt es einen Zettel in der Tür, da stehen die ganzen Daten drauf. Aber es ist ein 2-Liter Motor mit 130 zur Vorsicht. Ich mach mal gerade ein bisschen Schränkel. 130 Turbis wahrscheinlich. Turbis. KW ist okay. Ja. Turbo KW. Und seid ihr schon schön auf der Messe rumgelaufen? Ja. Ja, der KW ist auch schon gefahren. Alles schon. Gibt es spezielle Interessen oder einfach nur gucken? Einfach Gelände. Wir machen das für YouTuber durch das Film. Und auf Reise zu YouTuber kann jeder sehen, wie toll die Messe ist wieder. Ja. Hier ist das König, das ist der Kanal. Das ist ja immer so ein Abenteuer drauf. Okay. Wie in der anderen Halbmesse. Der hat schon zu tun. So. Ups. Das kann er gut. Ja, super Auto. Ja, ich finde Geländefahrzeug immer cool. Das ist immer cool. Geländefahrzeug generell. Findest du cool? Ja. Da kommt man überall hin, zur Action. Zu Expeditionsorte. Ja. Im Dschungel. Wart ihr schon mal irgendwo? Ich bin immer unterwegs. Ja. Aber nicht im Ausland. Nicht im Dschungel, ja. Im deutschen Dschungel. Ja. Im Dschungel. Wo ist denn der deutsche Dschungel? Ja, wir nennen es einfach Dschungelfahrt von Volkach. Volkach am Main ist doch beim Kitzingen, da ist der Dschungelfahrt, weil es so gefährlich ist. Okay.
Oder wir haben so viel Wald, das ist auch schon Dschungel. Meistens sind wir gerne unterwegs in der Fränkischen Schweiz, da waren dann Burgen, Höhlen. Ich habe früher sogar Ende ein Quad, ein Sportquad. Ja. Da kann ich rumfahren. Alles wird gefilmt immer. Da fahre ich auf Gelände, fahre ich auf Straße, Autobahn, alles. Ein Geländequad? Ja, das ist so ein Mischung. Das ist, kann auf Gelände fahren, Autobahn fahren. Gut. Der fährt 130, 140. Das ist aber ganz schön windig. Ja, das geht. Also ich weiß nicht ganz genau, ausgefahren bin ich nicht, weil man hat 5 Gänge, aber der 5-Firmung kann man wahrscheinlich 160 fahren oder sowas. Ja. Dritten Gang ist doch schon mal, naja, bei über 100 km. Aber das ist ja schnell genug für so ein Quad. Ja, das ist ein schneller Quad. Das war schnell unterwegs. Das sollen auch gerne Autos unterschätzen. Das ist ein zuckiges Sportquad. Das ist aber mit einem Vergaser, aber Viertakter. Das sind so dreckiges Fahren, die gehen voll ab. Das ist ein LTZ-400 wahrscheinlich. Ja. Da habe ich umgerüstet von 2007, habe neue Lichter gemacht vorne, hinten. Ja. Komplett neue Lichter und dann die Besetzung geändert. Eine bessere Besetzung gemacht und dann noch, wie heißt das nochmal, einen besseren Luftfilter von K&M, das Sportluftfilter, Baumwolle da. Den muss man nicht auswaschen. Nee. Muss man nur auspusten. Auspusten ist umweltfreundlich, bezahlt nur einmal und da kriegt er mehr Luft. Das weiß das Baumwolle ist, nicht aus Papier. Ist gut für Maschine. Mein Quad ist ja für Straße und Sport gedacht. Für Straße und Gelände, deswegen hat er vorne diese Stoßdämpfer, so einen Dreckschutz. Ja. Und da habe ich auch ein Dach auch gerne, ein Digitaldach und modernen Dach gemacht. Das ist voll Spaß, ey. Wie geht's denn dem Hund da hinten? Der ist es gewöhnt, weil er wird doch getragen. Wenn ich die Tasche habe, dann mache ich so immer hinher. Ja, aber weil es so wackelt, dachte ich. Der muss sich gewöhnen, wenn wir unterwegs gehen, gibt es auch gewackelt. Ja. Explosion, dahin. Ich habe eine Tasche, wenn ich laufe. Und da ist er vorne dran und meine Beine gehen ja auch vor zurück. Ja. Und dann wird es dauernd gewackelt. Okay. Aber der ist ja erst 4 Monate alt. Den kann man nicht mehr laufen lassen. Nee, gerade hier nicht. Ich bin schon gewohnt. Die meisten haben ja Hunde dabei bei den Abenteuern. Die Hunde sind halt die besten Freunde. Habe ich erst einmal eine Bobby-Puppe. Aber der. Den kann man halt einen Scheiß machen. Mein vorgehenden Hund, da kommt was auf. Aber ich finde VW immer gut, also VW-Fahrzeuge. Ja. Am besten sind da, finde ich, die Camper. Die TT und die Bullis. Haben Sie nicht Angst, dass es geht? Ja, die sind super. Bitte? Haben Sie nicht Angst, dass es geht? Doch, ich habe Angst. Hä? Aber bis jetzt, in den letzten 4 Jahren, ist er nicht gekippt. Die Angst ist normal, das ist Urinstinkt. Wir schützen uns, dass wir nicht da irgendwelche Unziehen machen. Nee, ich will doch, dass wir alle wieder gut nach Hause kommen. Passt sich schon auf. Ja, VW ist mal gut, deswegen gehen wir jedes Mal auf die Messe, auch mal VW-Fahrzeug fahren. Nein, ich habe gefragt, ob es da nicht mal so langsam, es könnte doch mal schief gehen. Ja, da muss man natürlich sich, wenn man die Strecke nicht kennt, muss man sich das genau anschauen. Aber der ist auch sowas Größeres wie als der T4. Also ich meine, als der T, als der Bulli meine ich. Ja, ja. Das was Größeres. Genau. Weil ich habe den schon sowas nicht gefunden als Camper. Und als Camper kann man nicht drinnen sogar stehen. Kein Problem mehr, finde ich cool. Ja. Aber die Bullis sind immer cool gewesen. T1, T2, als besten als Camper. Als Zweierausstattung. Das ist ein Kult. Aber fährt sich gut. Und Charlie, was sagst du? Fährt's gut? Also der ist ja eine Nummer größer als der Bullis. Ja, ist. Haben wir mehr Platz? Genau. Das ist besser. Man muss da gucken, wo man wohnt. Wenn man in der Stadt wohnt und immer einen Parkplatz braucht, kann das natürlich auch schwierig sein. Ja, aber das ist ein Parkplatz, das war als Camper halt. Das ist cool, also guter, das Fahrzeug ist guter Camper-Ausstattung, also Camper-Fahrzeug. Grundausstattung, Dombus plus Camper. Ja. Das sind die besten. Gute Idee. Da gibt es ja auch viele Ausbauer hier. Schon fertig von VW. Wir werden schon fertig von VW angeboten, das da. Hab ich schon gefilmt. Eine Frage. Hätte es vorher alle schon so gemacht? Was denn? Die Strecken, dass die so werden? Das ist die Offroad-Messe. Die ist so angelegt, die Strecke. Die gibt es das ganze Jahr über. Mhm. Und die Strecke hat sich in den ganzen Jahren kaum verändert. Wird natürlich immer wieder präpariert und neu gemacht teilweise. Aber die Art der Streckenführung ist immer die gleiche. Ja, ich meine das Wasser und so. Was ist damit? Ja, das konnte der Bunte doch.
Da kommt Neues rein, ja. Was kostet eigentlich so ein Parker am Tag sowas? Immer als Privatmann geht das selber so ein Fahrzeug. Ich weiß es nicht, ob man als Privatmann hier mit seinem eigenen Auto drauf kann. Oder ob man das im Rahmen von so einem Training machen muss. Da würde ich mal die Leute von ProLok fragen. Das sind die Veranstalter hier. Also ich finde das Fahrzeug echt cool. Da gibt es einen Daumen hoch. Das ist cool. Schön zum Fahren, es kann ein schönes Gelände. Sowas mit Offroad gehende und Geländefahrzeug und doch ein Campingzeug drauf. Perfekte für Afrika oder Wüste. Ja. Oder Norwegen oben gibt es ja auch sowas, wo wir rumfahren. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten auf der Welt, wo man das fahren kann. Ja, in Deutschland ist es aber blöd, Alter. Du kannst nicht überall campen, stehen bleiben, also campen. Genau, das geht nicht. Ja. Das ist das einzige Blöde. Höchstens bei Schwarzach am Main, da gibt es irgendwo hier so ein Ding, da muss man sich anmelden, da kann man irgendwo stehen, ein Ort oder sonst was. Alpaka-Camping heißt das. Das kann sein. Die machen das. Dann muss man sich anmelden, dann sagen sie, welche Orte, wo du so in der Stadt oder im Land oder irgendwo bei, also dein Campingfahrzeug stehen darfst. Also kann, okay. Habe ich was gehört und gelesen. Das wäre cool in der Frankreich Schweiz, wenn die sowas machen würden. Also hat man 10 Euro dann doch mal wo 3-4 Tage wildcampen, da wo sie das sagen, das wäre cool. Wildcampen kann man da sogar. Das ist super. Ja, sie machen so als Wildcampen, nur bezahlt man halt. Ja. 10 Euro und dann ist man. Achso, dann kann man. Alpaka Camping macht das, Alcapa ist weiße Seite. Die veranstalten das. Die haben halt die Genehmigung und dann darf man dann kann man es aussuchen. Okay. Da haben sie es gemacht, so für Radio Gong, auf der Steinbock campen. Das ist halt wo die Genehmigung kommt, diese Genehmigung. Gucken, was sie bekommen und dann kann man halt da so sein Zeug bezahlen. Ja. Finde ich gut. Ich fahre bald gut. Das Fahrzeug auch so, ist auch gut. Also. Für dich. So. Naja, so schlimm war es ja nicht. Da geht Straßen sind viel schlimmer. In Deutschland. So kaputt. Ja. Such den Sicherheitsgurt. Da merkt man alles, weil wenn wir rumfahren mit dem Sportfahrwerk, merkt man alles in der Straße. Nicht umnehmen wir und alles. Ja. Aber ich habe auch schon VW gefahren. Ich habe mich nicht rausgekriegt. Nee? Nein, ich hab den Dings aufbekommen. Jetzt geht's, oder? Ja, ich hab's aufbekommen. Alles klar. Ja, ich finde VW gut. Sowas war mein erstes Auto und mein Fahrschulauto damals. Ja. Super. Ein Golf. Ja, auch ein VW. Ja, Golfs sind einfach damals gute Autos gewesen, ja. Die besten fahren konnten. Gut gefahren. Rausgefahren? Nee, ich muss mir noch. Auch noch rausholen. Die Cousine war aber schwarz. Ja. Frau und Hund. Ja. Und das sind die Offroad-Reifen? Ja. Genau. Dein Zeug da, los, los. Jo. Alles klar. Pass auf, dass hier nichts verlierst. Und wenn die Tasche auf ist, wo der Hund gerade drin war. Alles okay. Bei Grip hat auch nichts gesagt. Ist mehr mit Schwung. Okay. Mal vorsichtig bei sowas, sonst geht's schnell kaputt. Gut, super. Alles klar, schönen Tag noch. Der eine Motorrad. Am Sonntag kommt der eine, diese Matthias Manoldi von Grip. Und da war doch mal gewesen, haben sie mal früher vor 7 Jahren so mit einer Frau sind sie da auf so eine Rennstrecke gefahren. Mit so einem Auto präsentiert, das war eigentlich ein Opel. Da hat sie gesagt, als sie gewusst hat, welche Marke, weil es so gut gefahren ist, hat sie gesagt, das ist doch ein Golf. Das ist ein Golf. Das heißt, wenn ein Auto sich gut fährt und einfach ist und gut fährt, hat es Golf. Das hat es Golf geheißen damals. Super. Okay. So wie damals Nokia war. Aufgeräumt und sowas. Ciao. Guck, das war's Fahrzeug. Und jetzt, was wollen wir jetzt machen? Da ist eine tolle Idee. Da gehe ich wieder hin. Jetzt könnt ihr auch so, was ihr machen wollt. Wo waren das da? Hier. Ja, wo? Hier. Ja, hier. Was denn? Gesagt, hier. Toilette? Ja, da war eine Toilette. Da vorne in der Ecke sind überall Toiletten. Hier sind überall Toiletten. Du musst davor laufen da. Davor laufen, es sind überall Toiletten. Was sollen wir jetzt machen? Na, schau das denn, oder? Ja, ich habe alles gesehen.
Wir gehen ja nach dir, was du noch sehen möchtest, oder? Ja. Ja, das ist nichts Besonderes. Nur so Vorführungen. Wir müssen einfach ihm hinterherlaufen. Das ist ganz einfach. Hallo, mal Gott. Ja. Mal Gott. Geht fast ein Auto. Füße runter, da war du. Ja. Oh ja. Oh, alles wird zu klein. Ja. Nichts zu riesen, Menschen. Nein. Ja, doch. Oh Gott. Ja. Ich muss auch immer Quatsch fahren. Genau, mache ich am Samstag, weil ein Kumpel, wo ich jetzt 12 habe, da kann ich vor mir Quatsch fahren. Go, go, go! Gas geben! Das ist Automatik-Quatsch. Das sind wahrscheinlich so 50 Kubik. Da hätte ich noch meinen Bubble-Quatsch als klein. Da war sonst immer das Parcours für ein Ding irgendwo. Für Segway. Komm, Gas geben, Gas geben! War das die Bubble-Quatsch? Ach, kein Mann. Doch, Marke. Ein normaler KMM ATV kostet 10.000, ne? Gebracht. Ne, das ist ein Kinderquatsch, guck mal, ganz kleine. So klein, ne? Das ist ein ganz kleiner Kinderquatsch. 50 Kubik. Automatisch. Doch Kinderquatsch. Ja, aber. Was machst du gerade mit, ich hab ja aus hier. Warum soll ich denn? Ich kann selber mit dem Quad fahren. Ja. Geh nach Hause, fahr mir, mach mal Quad an einfach. Der fährt schneller. Da machst du gerade mit dem halben Doppel drauf. Ich hab's nochmal angeguckt. Schau, was da rumfährt. Ist deiner ein klein? Ja, sieht doch auch was aus. Nur von KM. Mann, dann sind es 3. Einfach so. Ja, so 5. Ja. Krieg ich schön. So Leute, jetzt fahr ich auf dem Subway. So, hört bis so 95 bis 30 km/h schnell. Das ist wahrscheinlich letztes Jahr schon mal gefahren. Ich bin Moritz, der Kameramann. Sascha, ich seh dir Flecke. Du musst noch einen, der dich den hier bringen. Weißt du, warum du dich gefreut? Ich wahrscheinlich.
Wo ist denn der Louis? Da! Louis! Wer weiterkommt? Wo weiterkommt? Wer weiterfliegt? Komm! Oder wer? Sorry, sorry. Wo bist du? Hey Finn, hockt euch bitte nicht zu dritt auf das Brett. Super, das Ding. Wir sind auf Limit gefahren, Höchstlimit. Deswegen. Er hat gesagt, das bremst automatisch ab. Gut war das. Wer jetzt alles selber mal fahren möchte, 3 Euro, ungefähr 3-4 Runden, kommt her. Das geht bis Sonntag, 18 Uhr. Danke. Sehr schön. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ja. So Leute, jetzt sind wir aktuell gefahren. Dieses Ding, oder Chaos auf Kopf, ist ein Film, Chaos auf Kopf, wie ist es 1 und 2, das ist einer Schauspieler, der von, wie ist es, King of Kings dabei war, sein Lieblingsteil war bei der beiden. Wird jetzt gefahren, echt geil. Dann, was ist der da? Das ist ein Diesel. Ja, dann nehmen wir mit. Ja. Er ist frei. Ah. Hallo. Hallo. Aber nicht dieses, weil das ist noch kein fertiges Fahrzeug. Nur außen so. Genau. Oder innen so, aber nicht dieses. Also hier können Sie das gern färben, aber das hier, weil das noch nicht korrekt ist und er muss kalibriert werden. Okay. So, dann herzlich willkommen. Rennschrauber mehr kann. Nein, das ist Grenadier. Ah. Hat mit Rennschrauber nichts zu tun. So. Ja, ja, ja. Da kann sein, die Karosserie erinnert sie am Rennschrauber. Ja. Nein, aber das ist Grenadier. Ah. So. Wir haben Neigungswinkel bis zu 40 Grad. Ja. Ist gut. Nicht schlecht, oder? Immer also, noch bequem. Immer also, wie viel, das heißt, wie viel Hubraum hat man? Wie viel Hubraum? Also 3 Liter 6 Zylinder. 3 Liter 6 Zylinder. Ja, beide. Der Diesel hat die Zylinder in der Reihe. Und
PS? 245. Wie schnell könnt ihr da fahren? Maximale Geschwindigkeit ist 160. Oh. Das reicht für so ein Fahrzeug, oder? Ja. Eigentlich geht's. Im Gelände sowieso schafft man nicht so schnell zu fahren. Wenn nur die Autobahn. Ja. Okay, muss man auch aufpassen, welche Reifen man da drauf hat. Wenn man Allround-Reifen drauf hat, oder... Das sind jetzt diese Differentialsperren drin, oder? Bitte? Die Differentialsperren sind jetzt drin, oder? Oder nicht drin? Also wir haben jetzt, nein, wir haben jetzt nur mittleren Differential, aber ohne Sperre. Aber okay. In Option kann man sich vordere und hinteren Differential bestellen. Ja, das ist gut. Ja, mit Sperren. Also dann kann ich entscheiden, ob ich im Gelände die nutzen will, oder brauche ich die oder brauche ich die nicht. Ja, das ist gut. Ja, da drin als Fahrzeug. Genau. So, Kofferraum ist auch super. Wenn ich den Kofferraum öffne, kann ich eine Europalette rein tun. Das ist gut. Das ist super, das genau, mit dem Liefer. Ja. Also ich habe quasi in einem Fahrzeug zwei Fahrzeuge. Ein Arbeitsfahrzeug, aber auch einen Familienfahrzeug. Ja. War eine wilde Fahrt hier. Bitte? Eine wilde Fahrt, Abenteuer. Ja. Da passt da unten sich die Kirmes sparen. Ja. Oder das Mest, wie ist das Kirmes oder so. Ja. Frühjahrsmesse, Volksfest. Genau. Mit diesen Fahrgeschäften. Dann war das hier drin. So, dann können Sie auch einen schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Das ist da was drauf. Da, 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 da. Genau. Vorsicht, Sie haben den Hut noch. Ja, auch schon. So, der nächste. Ja. Der nächste kann rein. So, das war eine gute Fahrt. Ja. So. So. Wir sind. So. So, das war eine gute Fahrt. Mit dem Fahrzeug. Diesel, also Benziner. Ja, wie gesagt, man dürfte halt den Innendach und ich will mal so raus. Ja, wenn man was kaprieren oder sowas. Das ist noch ein Prototyp. Ich hab keine. Es war viel gewackelt. Und beim Gewackeln ist das Sprechen, Reden und Atmen nicht so leicht. Also beides, also Sprechen. Also, so Leute, vorne an den Stand. Da kann man VW mitfahren pro Fahrt, also mitfahren auf Gelände, muss man sich anmelden und da waren 15 für frei. Und dann konnten sich entscheiden von einem Amarok, VW Caddy, so ein VW T6 und noch ein Fahrzeug. Und wir haben einen Amarok genommen. Also ich habe es auf dem Justus hier, 5:40 dann Amarok. Cool, ne? Ja. Cool, ne? So, damit müssen wir jetzt fahren. Amarok. Stefan! Der ist nicht da! Ja, kannst du mal bitte mal helfen? Der ist nicht da! Was ist denn hier los? Kannst du nach Gustav rufen, sonst willkommen, kommen, wenn du das kennst. Ja. So, das ist. Das ist schon der Hamburger. Was ist da hinten? Kannst du es hinten mal tun? Hat dir nein? Hast du einer hinten? Rucksack. Einfach da hinten. Hinten dran. Hast du genug Platz? Ja. Gut. So. Jawohl. Muss das machen, gell? Hat er gesagt, ja? So. Hab schon gefragt. So, was ist das? Ist Amarok? VW Amarok? Genau. Welche Daten? Wer ist? Hubraum? Also der ist jetzt ein V6 zum Beispiel, Schalter mit 160 PS, genau, und zuschaltbarer Allradantrieb mit Untersetzung, genau. Ja.
Und jetzt legen wir mal los. Wie schnell läuft er denn? Keine Ahnung, jetzt in der Wende geht es weniger um die Höchstgeschwindigkeit. So. Was kostet so einer dann? Dann müssten wir auch vorne noch 30 Sekunden. Ach so. Ich dachte, wir müssen alles hier auswendig. So. Weil die meisten wussten schon alles in der Fracht. Okay. Jedenfalls kommen deine Waren noch heute Dusche, kostenlose von oben. Ja, das wäre nicht schön. Jetzt gleich wird er gleich gereinigt. Wir fahren schon auf Allrad, oder? Oder noch Heck? Wir fahren jetzt mit Allrad, genau. Wir können aber auch auf Heckantrieb umschalten, genau. Eigentlich starte ich immer so. Wie viel Hubraum hat er nochmal? Drei Liter Maschine, gut. Das quält ja wieder, ja? Das quält. Und da ist es leise. Da ist ein der Wegfang. Alle schauen. Perfekt. Du musst immer mit Touren mitmachen, alles. Ja. Abenteuertouren, also draußen rum. Und man kann nur, wenn es zu langweilig wird. Jetzt schalten wir dann mal in den 4x4. Ich dachte, wir sind schon 4x4. Nee, ich habe extra mal wieder zurück auf Heckantrieb. Ah. Gut, wir sind. Kaum zu vorstellen, dass die ersten Pickups eigentlich nur ohne Server gemacht, einfach nur Arbeitsfahrzeuge mit Musik. Genau. Für die Bauern in Amerika. Ja. Danach gab es einfach ein Clear so Musik und alles so als Extras. Das waren so richtige Arbeitsgeräte. Ne? Ja, für den Bauern in Amerika so fahren müssen für uns der Traktor. So war für unsere Umschulung so lang. Wenn man selber fahren muss. So. Oh ja, interessant. Oh, das macht ein VW nix aus. Das ist ja Volkswagen. Wenn du mit Rolle auch fahren kannst, Awatsch. So, jetzt kippen wir gleich mal hinten rechts, müsste es dann hochgehen. Ja, gut. Das ist sehr gut. Schon ein Wahnsinn, dass wir rumkippen, ne? Wahrscheinlich ist das nicht mit Vollausstattung, oder? Gibt es wahrscheinlich noch mehr mit Extras hier dran oder sowas und Spiegel und sowas? Ja, gut, das ist jetzt auch noch ein Schalter und als Trendlern. Als Trendlern, okay. Genau. Die Grundausstattung, kann man sagen. Heutzutage. Ich gebe es ja jetzt nur noch den Highline mit Automatik. Ah. Oh. Wahnsinn. So. Ups. Da vergisst die Halle zum Festhalten. Das ist ein Halle. Das war jetzt der Wahnsinn, ne? Und ich doch picken. Und wieder nicht. Super. Ja, da sind wir von LKW gefahren. Ja. Sind Sie selber gefahren auch? Ja, schon vorhin. War das gut? Ja, selber, sehr gut. Ja. Ich super gesagt, ist das eigentlich kostenpflichtig? Was? Muss man dafür bezahlen? 10 Euro. Ah, ja. Ich fahre jede Zeit 2010 komme ich hier, seit die Lutos da waren. Mhm. Und fahre mit diesem LKW. Also immer einmal im Jahr halt. Mehr als seit 2013. Da war bei uns ein Bub dabei, der hat gesagt, wow, du wirst da schnell. Hat einen Spaß gefallen. Ach, jetzt kommt der hat etwa drei Runden mitgemacht. Jetzt die Schwimmflossen raus, oder? Genau, jetzt nicht die Türen aufmachen.
Welche Wassertiefe hat er? Kann er durchfahren bis 70, oder? Ja. 70 cm oder 90? Oder 50? Weiß ich gar nicht, was die maximale Wartiefe ist. Das ändert sich hier auch ständig, weil mal wird es wieder aufgefüllt, das Wasserloch. Dann fließen hier wieder alle durch. Gibt es eine Schwierigkeit? Nee. Das mag er schon. Okay. Ein bisschen mehr Gas geben. Okay. Das macht der Computer automatisch heutzutage. Mit dem LKW war es einfach hier hoch runter zu fahren. Ja klar, ganz andere Bodenfahne. Ja. Wir müssten ja, schräg. Weil wenn wir nicht schräg hochfahren, nicht so geradeaus hochfahren würden, wenn wir hängen bleiben oder sowas, weil der. Da war so ein kleiner Bruder bei und sagt, du fährst halt schneller wie letztes Mal, wie der andere vorher. Ja. Zuck durch. Ja, mit der ersten, der Halbautomatik, erster Gang und dann kannst du ohne Kupplung durchfahren. Dann ist mal hier das Vollgas gefahren. Kann man alles auf YouTube sehen. Ja. Auf dem YouTube-Kanal von mir, Indiana Jones, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Da mache ich alles. Also ich mache ein großes Video zusammen, alles drum dran, von was ich gefilmt habe. Ja. Dann noch die Fotos, gibt es extra Video. Und dann für jeden einzelnen Abteil oder sowas, da extra gibt es noch extra die einzeln. Beispiel jetzt der VW kriegt auch ein einzeln. Das heißt dann, der ist ein großes Video dabei und kriegt noch ein extra einzelnes Video. Und das andere wie ein LKW auch extra. Weil die Leute suchen das, die wollen eigentlich nur interessieren für ein LKW fahren hier und dann können sie das LKW sehen. Oder ein VW sehen, wie der Gelände fährt. Okay. Oder der Range Rover davon. Ja. Oder von Commanders, ein Fahrzeug. Ist ja auch ganz schön interessant, wenn man jetzt dann auf YouTube geht und kann sich dann nochmal genau sehen, was für Grundstücke so gefahren sind. Ja. Na, da weiß man, ob man sich sowas kaufen möchte oder nicht. Ja. Und was sowas braucht. Da sieht man es ja. Da sieht man jetzt ganz genau, was sie können. Mit dem Auto. Genau. Und das ist nur ein Trendline. Ja, das haben sie sogar noch. Grundversion. Ist ja, wenn man Vollversion, was kann dann da alles noch? Wie bitte? Wenn der auch eine Vollversion hätte. Trendline hat ja, also der hat ja schon die Allradumfänge, sind eigentlich alles, was so geht. Ne? Na, wahrscheinlich, wenn der Vollversion hätte, hätte er noch hier Kameras. Ja, und vielleicht noch ein Fahrwerk, wo sie noch höher fährt. Auch schon, ja, eigentlich nicht. Also höher fahren, das Fahrwerk ist nicht. Aber und was kostet denn das? Das weiß er gar nicht. Er fährt so bloß. Müssen wir mal drin fragen, was mit den Umfängen und so. So, jetzt können wir hier noch einmal schön das Kippen provozieren, das da hinten. Wow. So. Und da fällt richtig rum? Nein. Die würden mir was erzählen da vorne, wenn ich nach jeder Tour ein neues Auto mache. So, jetzt kommen nochmal die beiden Steilfahrten. Wir starten zum Warmwerden mit 56%. Aufgepasst, für jeden wichtigen, der gewollt aufgehört. Oder auf Touren ist Expeditionskurve. Dann gibt es ja noch mit einem anderen Zeug noch so ein Campen oben drauf, ist das so ein Wohnmobil, so ein Amarok. Und jetzt wird es kriminell. Ups. Aber er schafft's. Ja. Eins. Dann legen wir noch mal eine Schippe drauf. 67% steigern. In der Untersetzung. Also wieder Leute, im Winter schaut es auch gut aus, wenn es schneit. Ja. VW zeigt, was er kann. Nicht umsonst ein verkehrtes Auto in andere Welt. Viele haben VW sind Fans. Wow, das ist wieder steil hoch. Ja, echt steil. Wahnsinn. Das ist wieder Wahnsinn. Ohne runterzurutschen. Ja. Technik mit halt. Mit Allrad oder mit, nur mit Vorder-? Ja, mit Untersetzung sogar. Aha. Weil sonst wird man ja nicht schaffen. Ja, so sind wir einfach auf der sicheren Seite. Ne? Das war da. Ja. Langsam und souverän auch hochkrabbeln können, sie wollen ja auch was davon haben, wenn wir nicht nur hochdüsen. Oh je, jetzt über die kleine schmale Brücke. Und geschafft. Ja, na. Fantastisch. Ja. Super gefahren. Super gefahren am Fahrer und das Auto. Jawohl, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, klar. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Ich muss noch meinen Rucksack rausholen. Ja. Auf der anderen Seite. Sag, danke. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, du wirst keine Angst haben, ich hole dich.
einsteigen und ich hole jetzt meinen Rucksack. Schön dreckig geworden. Also war keiner mit, mach mal zu. Ciao. Und das ist bequem. Schau mal. Du hast ein Nester gemacht. Ja, das ist ja eh geblieben. So Leute, jetzt musst du was ausfinden bei Land Rover. Also muss ein bisschen achten sein, dass du fahren kannst. Also ich muss was auffüllen mit so einem Tablet. Und dann kriegt man das so eine Karte. Damit kann man dann da mitfahren. Deswegen muss man ein Fahrrad geben. Eine Karte da. Kann der es? Ist ein Auto. Kann der die Wippe fahren? Der fährt über die Wippe, ja. Gut. Oh, du bist die Wippe gefahren. Das ist ein Range Rover. Ivo. Ivo. Der ist? Der hat 180. 180. Lassen wir erstmal Leute aussteigen, erstmal. Ja. Barbara. Langsam. Lass mal aussteigen. Die Tür offen lassen, wir steigen jetzt ein. Guck mal, die Türgriffe, die gehen schon alle raus. Guten Tag. Ist ein bisschen eng hier. Macht nix. Kein Problem. Einmal anschnallen. Ja. Einmal anschnallen. Ja. Das ist jetzt ein Range Rover, was von dem Modell genau? Ein Range Rover Evoque. Evoque, das ist cool. Ich muss mich da erst immer einschnallen. Ja, ja. Wir haben jetzt. So. Wir sind noch nicht drin. Du magst. Das dauert. Ja, aber noch immer. Wir sitzen drauf, das ist der falsche. Das ist der falsche. Ja, genau dein. Achso. Wie dein Auto. Was bin ich dachfrei? Ja, sie sitzen wahrscheinlich auch mit dem Sitz relativ hoch. Der ist verstellbar. Wenn man den hinten so ein bisschen runterdrückt, dann geht er auch ein bisschen weiter runter. Cool. Wird schon etwas besser. Sollte auch hinten noch genügend Platz sein. Jetzt fast Auto, ne? Ja, das ist Range Rover. Genau. Ist das viel Auto fährt? Wie viel PS hat er? Wir haben hier einen 14er Diesel drin, der 2 Liter Hubraum. Ja. Und 180 PS. Das ist cool. Das ist ein Ingenio-Motor. Das ist eine Entwicklung von Land Rover selber. Der erste Voll-Aluminium-Diesel. Wir haben. Hast du da gesagt, wir fahren damit bitte? Machen wir auch. Achso, cool. Ja, rechts. Moment, zeig, was du Land Rover kann für YouTube. Ja, klar. Wir machen gerade so eine. Ich mache für. Ich bin ja immer so Reifen und sowas. Ja. Und zeige die Leute die Welt halt. Ja. Mache ich von der allgemeinen Abenteueralpmesse ein Video und dann einzelne Video von jedem Bereich einzeln nochmal. Dass jeder Leute sehen kann. Ein großes Video und dann die kleinen Videos. Ja. Und dann krieg das da ein extra Video. Aber ist beim großen Video dabei. Alles klar. Wir waren schon viele LKW-Treffen in Geiselwind. Ja, ja. USK-Treffen in Geiselwind. Wenn Sie YouTube-Kanäle haben, dann Indiana Jones. Nein, dann muss einfach auf YouTube angehen mit Indiana Jones auf Suche nach neuen Abenteuer. Da kommt er schon dahin. Okay. Das ist seins. Okay. Wir fahren doch. Ja. Fährst du schon? Habt ihr auch schon den Jamie Oliver Discovery gesehen? Nein. Noch nicht. Der ist auch hier. Da fahren wir jetzt dran vorbei. Cool. Ich finde den Range Rover gut halt, das Ding. Ja. Fahrt sehr Mercedes, aber ich finde halt mal die anderen Marken auch gut. Also von Range Rover finde ich einfach gut. Hier steht er. Ja, mit eingebauter Küche. Den haben wir gesehen, der ist cool. Den haben wir schon gesehen. Der ist auch cool. Discovery von Jamie Oliver, ja. Am Zigarettenständer kann man die Kaffeekanne, die Kaffeemaschine anmachen. Richtig. Und wir haben da einen Toaster drin vorne. Ah. Ich habe auch schon gesehen, diese, von D-Max, diese Range Rover Explosion, da Expeditionen müssen wir machen. Ja, immer. Ja, ja. Diese Experience-Reisen, ganz genau. Ah. Hatten wir jetzt Australien gehabt und Peru war das letzte. Was ist schon, Barbara? Hä? Was ist denn? Er ist begeistert vom Autofahren. Okay. Ist er ein wenig gerutscht? Ja, das darf er auch.
solange er da hin will. Alles okay. Das ist ja alles computergesteuert, aber man kann ja sogar sehen. Ja, computergesteuert ist nicht direkt. Das sieht man dann, wie man lenkt. Also hier ist es, das ist einfach nur die Bilder der Kameras, die in den Seitenspiegeln sind. Ja, das ist cool. Ich sehen kann, wo meine Vorderräder langlaufen. Das brauchen wir gleich, wenn wir auf die Wippe fahren. Das ist echt cool. Es gibt natürlich noch eine andere Geschichte. Ich kann das mal eben einschalten. Das ist dann die transparente Motorhaube. Wow. Das heißt, wir sehen jetzt genau, was zwischen den Vorderrädern ist, wenn wir hier fahren. Das ist echt cool. Technik. Also Mensch, so ein Modell neu zu kaufen, rentiert sich vollkommen. Definitiv. Wenn man nur sowas gerne fährt. Definitiv, ne? Gerade auch, wenn man jetzt hier so eine Kuppe fährt, wie es da vorne ist und man nicht sieht, was dahinter ist, weil auch dann der Blick durch die Motorhaube blockiert ist. Ja. Dann fährt man einfach, guckt hier drauf und dann sieht man, dass da eigentlich nicht mehr viel ist und dass es frei ist und man da durchfahren kann. Das ist echt cool. Wahnsinn, wie sie es macht, ne? Das ist ein Schrubber, also. Oh, dann nehmen wir jetzt mal unsere Wippe. Bitte, genau. Ich kann mal Gizmos davon begeistern. Kommt der Schwerpunkt. Ja. Alles klar. War echt cool. Ja, das doch. Antasten. Das sieht man. Das ist eine Gefühlssache, oder? So ungefähr. Die Leute sagen draußen, das macht man hier mit Absicht, um es spannend zu machen. Okay. Ups. Okay. Ach, mal sehen. Cool. Das ist echt cool. Bereich, ne? Ist das da? Ja. Oh, dann müsst ihr gleich die Bremse lösen. Komm, Baby. Also, wer so ein Auto braucht, muss sonst kaufen. Ja. Die sind echt cool. Aber das macht nichts aus, wenn das so bum bum macht. Das ist die Bremse. Ach so, haben wir gerade irgendwas angestoßen oder sowas? Nee. Das ist die Bremse. Oh, das war jetzt erstmal vorbei. Ja. Dann ist wahrscheinlich das da, wo leuchtet die Kamera, ne? In den Spiegel. Nee, nee, das ist der Totenwinkelassistent. Ja, guck mal. Der nur anzeigt, dass er jetzt nicht aktiv ist. Ja, aber verschwindet die Spiegel sowieso. Da gibt es dann nur Kamera. Wie bei neuen Mercedes-Benz, ja. LKW Akros, wo ich gesehen habe. Ja. Dann hast du hier so Display und da. Oh, die nehmen eine ganze Menge. CW-Wert machen die kaputt. Ne? So und dann muss man es ja mit dem Einstellen. Jede, wo fährt, muss in dem Einstellen. Sind alles eingestellt. Kann er sich auch nicht verstellen oder falsch einstellen. Perfekt. Also der hat jetzt den meisten Bodenfrei, oder? Von dem Rennen. Die wenigsten. Ah. Der WLA hier vorne, der hat 25 cm mit Luftfederung. Ja. Dann, wir haben hier 20 cm, dann gibt es den Range Rover Sport, der hat 29 cm Bodenfreiheit, fährt aber hier auf dem Parcours heute nicht. Und dann haben wir den Range Rover, der hier auch fährt und der hat also eine Bodenfreiheit von ungefähr 31 cm. Und seine Wassertiefe, wo er durchfahren kann? Der Range bei 90 cm und der Evoque hier 60 cm. Und 90? Einer 90 cm bei, glaube ich, X5 hat auch 90, glaube ich. Ah. An der Gilme. Darf ich mal eine Frage? Ja. Kann der auch umkippen? Ja, klar. Wenn dann Fehler machen. Okay. Aber noch habe ich keinen gemacht. Das ist doch gut. Und schönes Panoramadach, großes hatten wir. Das ist echt klasse, ja. Cool, ne? Oh, und das Ganze mit Serien reicht. Da fühlt man sich wie die Königin, also Königin und den König von England. Ja. Der Queen. Okay. Kann man schon aussteigen, oder? Ja, klar. Oh, Dankeschön. Bitte gerne. Dankeschön. Tschüss. Muss raus? Ja. Ja, ich denke schon nicht. Vorsicht. Das wird jetzt eng.
Ich muss da kurz zumachen. So Leute, jetzt haben wir wieder umgefahren, war echt cool. So Leute, jetzt fahren wir mal mit von KLM. Musst du was anderes schreiben und spannend ist die Bekleidung von so einem, dass er was Sachen aufpasst. Noch kein Regen. Servus. So, spannend. Moin. Ja. Oh. Ja. Ja. Noch angeschnallt bist du. Ja, und hast du ja noch fest noch. So. Du möchtest dich trotzdem hier festhalten, ja, und deine Beine ein bisschen weiter reinbringen. Ja. Ja. Ist das allein? Ja. Sie stehen jetzt auch ein bisschen schräg, aber ja, geht schon. Bist du schon mal so selber gefahren? Ich fahre nur Quad. Also Suzuki Sport Quad. Okay. Also mit deiner 50 PS. Ja, einmal frei. Und was ist das jetzt einmal? Das ist jetzt hier ein Dragster HD10. Ja. Eigentlich ein reines Arbeitsfahrzeug. Hat 1000 Kubik. Jo. Zweizylinder, Benzin. 72 PS. Hat normalerweise Heckantrieb. Ja. Ich kann dann während der Fahrt noch Allrad zuschalten. Und kann hinten das Differential per Knopfdruck sperren. Cool. Okay, und den Rest, ja. Wie schnell fährt der Ding eigentlich dann? Wie bitte? Wie schnell wird er fahren eigentlich? 80 km/h. 80, okay. Denke gut. Hat gut Grip. Ja, hat gut Grip. Das sieht gut aus. Bremsen gehen auch gut. Ja. Genauso wie ein Quad, wenn man Gas gibt. Kann man sie ja nur festhalten. Nur mit meinem Quad kann man die Autos jagen auf der Landstraße. Weil das so schnell ist. Ja. Der zieht euch schon an. Das ist cool. Kann man machen, gell? Damit kann man Spaß haben. Und jetzt hat er noch eine Bergabfahrhilfe. Cool. Pass auf. Ich mache jetzt alles weg. Ja? Das ist cool. Ja, und bringt dich sicher. Die Gehörde kenne ich ja, Bergabfahrhilfe. Hat so X5 auch, den ich gerade von einer. Wenn es automatisch alles. Ja. Aber ich fahre eigentlich mit dem Quad einen Berg runter immer mit dem Gang. Ja klar, freilich. Das ist Schaltung, 5 Gang. Ja. Das brennt also automatisch Motorbremse. Geht, gell? Ja, das ist echt cool. Was verbraucht er dann eigentlich dann so? Oh, kann ich jetzt so aus dem Stand nicht sagen, je nachdem wie du fährst halt. Wie lange reicht dann ein Sprit? Wie viel Tank ist? Ja, so 300 Kilometer kommst du schon. 300, 400 Kilometer. Wie viel musst du gleich tanken? 40 Liter geht der Tank. Cool. So, ich entlasse dich ja wieder, gell? Jetzt da steig was. Schlimm? Offroad-Messe. Du bist doch ja der Quadfahrer. So. Viel Spaß noch. Danke. Kabel mitnehmen. Ja. Der nächste. Servus. 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 So Leute, das ist jetzt ein KLM. Und jetzt ist ein Ring gefahren.
War echt gut, Bauer, cool. Das ist so eine Cammon aus so Offroad-Ausrüstung, Handschuh, Helm, normalerweise. War echt cool, super. Einmal mit runtergefahren, hat echt Power und gut gegrippt, das Ding, diese Arbeitsmaschine. Nur das Wetter wird auch, wenn es bald regnen würde. Gleich um 16 Uhr kommt dann Gewitter. Euer Justus König, der Indianer schon, der Abenteurer. Boah, Cammon, coole Marke, gut. Schalt immer auf Bilder, Bild umschalten.